Im Dezember 2012 denkt man nicht unbedingt an den Sommer 2013. Aber wenn man dieses Cabrio so sieht, bekommt man Lust auf Sonne. Der hier sieht aus wie ein ganz normales A5 Cabrio. Ist aber nicht ganz normal, denn das hier ist das RS-Modell. RS steht für Racing Sport, das heißt, alles geht ein bisschen schneller vonstatten. Wobei gar nicht alles. Das Verdeck geht immer noch in 15 Sekunden auf und in 17 Sekunden wieder zu. Wobei, man sollte es bitte immer auflassen. Warum, das zeigen wir Ihnen im nächsten Bild. Es ist der Sound. 8 V-förmig sortierte Zylinder spielen ihr Hochdrehzahllied und können dank des fehlenden Blechteils über dem Kopf auch ungehindert in die Ohren des Fahrers dringen. Der 4,2-Liter-Motor hat 450 Pferdchen unter der Motorhaube und rennt mit dem Cabrio in 4,9 Sekunden auf 100. Die Geschwindigkeit wird im Basispaket auf 250 km/h begrenzt. Für ein kleines Entgelt hebt Audi die Grenze aber auch gerne auf 280 an. Der RS5 geht schon sehr souverän nach vorne, aber ist jetzt auch kein großes Wunder bei der PS-Zahl. Im Vergleich zu seiner Konkurrenz ist er aber auch der modernste. Der M3 ist ja so ein bisschen in die Jahre gekommen, wird bald vom 4er BMW abgelöst. Die C-Klasse hat eigentlich gar kein Cabrio mehr, die hat ihre Plattform direkt an die E-Klasse weitergegeben und versucht sich so ein bisschen im komfortablen Gleiten. Und da ist der hier schon deutlich sportlicher, das muss man klar sagen. Er ist aber auch kein kompromissloser Quertreiber. Das liegt am Allradantrieb, der zwar ein bisschen hecklastig ausgelegt ist, aber doch eher auf Stabilität achtet. Und letztlich garniert mit diesem Sound ein wunderbares Auto für die schnelle Landstraße, vielleicht ein paar Kurven. Und deswegen denke ich mal, sollte die Regie jetzt auch ein bisschen Landstraßenbilder einblenden, oder? Die Lenkung ist direkt, das Fahrwerk straff. Allerdings nur, wenn man es auch so einstellt. Wer zum Beispiel die Lenkung auf Komfort stellt, wird sich wundern, wie leichtgängig sich der RS5 bewegen lässt. Leider verliert man dann auch jegliches Gefühl für die Rückmeldung. Besser ist die dynamische Variante. Die schaltet übrigens auch die Endrohre auf Durchzug und lässt den Sound erst richtig durch. Im Komfortmodus klingt der Audi nämlich eher harmlos. Lohnt sich aber dann, wenn man zu viert unterwegs ist und sich vielleicht auch noch unterhalten will. Bei 380 Liter Kofferraum ist sogar noch Platz für die Strandtücher. Das RS5 Cabrio will möglichst viele Kunden zufriedenstellen. Wenn man ein RS5 haben möchte, dann doch bitte diesen hier. Es ist der letzte mit dem legendären V8 Saugmotor. Der nächste wird wahrscheinlich einen 6-Zylinder Turbo haben. Er geht genauso gut nach vorne wie das Coupé, er fährt sich genauso souverän. Er ist nicht unbedingt für die Rennstrecke gebaut, okay, aber das ist das Coupé auch nicht. Es geht darum, entspannt schnell zu fahren. Und bei dem hier hat man nicht nur den Wind um die Nase, nein, man hat auch den Sound in den Ohren. Zumindest, wenn man im Dynamikmodus unterwegs ist. Es gibt allerdings einen Warnhinweis, den wir, wenn es um Audi geht, immer absetzen müssen und für dessen Inhalt die Audi AG auch ganz allein verantwortlich ist. Es geht um den Preis. 88.500 Euro kostet die Basis. Mit der Geschwindigkeitsanhebung und dem aktuellen Infotainment ist man aber schnell bei 100.000 Schein. Unter dieser Summe wird wohl kaum ein RS5 auf Reisen gehen. Aber wenn man oben offen dem Sonnenuntergang entgegenfährt, sind finanzielle Dinge schnell vergessen.